Fünf Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmittag in Siegen-Geisweid ereignet hat. Eine junge Frau war mit ihrer Mutter und zwei Kindern in einer Mercedes A-Klasse aus Siegen kommend unterwegs in Richtung Kreuztal. In Höhe einer großen Autowerkstatt geriet die Fahrerin über die Mittellinie und kollidierte dort mit einer wartenden Linksabbiegerin, die in die Einfahrt der Werkstatt abbiegen wollte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mercedes herumgeschleudert und blieb demoliert auf der Seite liegen. Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften rückten Feuerwehr, Sanitäter und Notärzte zur Unfallstelle aus. Vier leicht verletzte und eine schwer verletzte Person wurden in Siegener Krankenhäuser eingeliefert. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Geisweider Straße in beiden Richtungen voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.